So Leute, Update, ich bin rausgeflogen mit der zweiten Runde, weil Barzi mich leider rausgekriegt hat. Jetzt sind der gute Silver und ich auf dem Weg zu Sui. Er ist immer dabei, das ist nichts anderes. Jetzt geht's zu Sui, der hat ja sein eigenes Bandtreffen, das geht schon, fast eine Stunde und dann wollen wir jetzt mal vorbeischauen, dann sind wir wieder da drüben. Ich bin ja eh rausgeflogen, ist also auch egal. Aber was soll ich, Loser Bracket? Ich hab den ersten Cup ja gewonnen. Ja, achso, da gibt's keins mehr, was? Nee, an sich gibt's generell ja keins. Das will auch sonst so lange dauern. Achso, die hat's jetzt abgeblasen, ne? Ja. Aber wie soll ich da mal die ersten Cup jetzt mal sagen müssen? Nee, was soll's. Auf jeden Fall geht's zu Halle 9.1, da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Mal gucken, ob wir mit ihm sprechen können. Das ist halt cool. Das ist halt, da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Gio ist auch ein YouTuber, Raikadio ist so. Könnt ihr mal nicht vorbeischauen. Nein, Spaß, ne? Er schnimmt seit 2DS mit, weil sein Capture-Card DS will, dass ich mit Mobile kaputt geht. Verständlich. Ja. Seit 2DS hat er aber drei Orte. Er sitzt in der ersten Runde da. Mein Schirm kann sich nicht wegen Mega entwickeln. Das ist böse. Na, was soll man machen? Okay, wir sehen uns gleich bei Sui. Partnerclan von Smash getroffen. Das tut er tatsächlich. Sie alle. Okay, ein kleines Video kommt auch noch dazu. Machen wir wieder ein Foto zusammen, oder? Das können wir machen. Nackt, versteht sich. Nackt, versteht sich. Deswegen muss ich das eben noch zensieren. Da kannst du es eigentlich machen, oder? Ja. Das Foto da mit deinem Handy oder mit der Kamera. Ich kann es mit meinem machen, weil mein. Das ist so in der Ecke. Wie geil man uns gar nicht sehen kann, weil die Sonne nicht blendet. Oh mein Gott, ich film! Oh mein Gott, der filmt schon wieder, bist du schon wieder in meinem Video. Ich muss das nicht unbedingt auch ins Video reinschneiden. Als Loop bist du. Ja, wir sind fast da übrigens. Wir sollten uns vielleicht mal anstellen, wir stehen so abseits. Wir stellen uns mal an. Weil wir so coole Freunde und Boys sind, deswegen machen wir jetzt auch das Bild mit. Ich hab's mir gerade angemerkt. Ja, meine Schwester hat das Foto jetzt besseres Handy, soll man so sagen. Geiler Scheiß. Habt ihr gemeint, ja, wer die Capture-Karte wollen, ist egal, das für mich. Fisch auch natürlich meine dabei. Geh ich so rein. Die Technik von das Ding mal gesehen. Das ist noch neun PCs überall so verkabelt, ja, für ein Stream. Könnte überall so aussehen. Weil die hat dann überall alles, die ist auch qualitativ-technisch alles. Dann haben die das mit OBS gemacht. Ich so, also kann ich das jetzt auch machen? So, nein, das ist der Stöpsel. Ja, ist der Stöpsel. Ich kann nicht mehr trainieren, ich bin also. Aber du bist eine Etage unter uns eigentlich, oder? Hier ist C2 und C1.
zurück. Wir sind hier wieder im Fan-Treffen. Ich liege hier schön. Ein Video ohne mich. Da ist er wieder. Wurde gute Kameramann. Ja, so. Die Hölle wahrscheinlich noch aufs Konzert hier. Nee, das ist eine Zeichnerin. Die läuft auch noch bis hier hoch. Ich mach die Sachen. Ja. Jetzt hier auch noch. Ihr seht, wie rund grüßt. Voll am Rumpfau. Papi, mein Haus war. Ja, der arme Sack. Die ganze Zeit da und muss arbeiten. Hab Schnurren sind die letzte Zeit. Mach mal ein Foto. Ah, ein schönes Foto. Machen wir. So Jungs, so langsam ist das Fan-Treffen vorbei, ne Tim? Nein. Hallo. Ja. Aber es war extrem. Es war cool, es war wirklich cool. Ich will es immer wiederholen. Ich auch. Und auch das Turnier war ziemlich gut. Ich war zwar schnell draußen, aber was soll's. Willkommen im Club. Ja. Hey, du hast gehackt, hallo? Ich hab dir gewonnen. Ja, das ist mein Ruhm. Ich musste doch gerecht werden in jeder Situation. Ja, Tim ist jetzt freeze überall. Da ist jetzt der übrig gebliebene Rest. Da ist noch ein Bazi. Bitte nicht abonnieren. Und ja, hast du auch gesagt, als ich bei Turnier war, hallo? Ja, ich hab's auch bei Tim. Ich mach keine Werbung. Kauf meinen Scheiß! Darf ich nochmal hier dieses T-Shirt vorstellen? Das ist original Ware aus Bangladesch. Man sieht auch schon übrigens den Arbeiter. Also das Kind in einem Katalog vorher aussuchen, dass es nehmen muss. Ja, stimmt. In jedem Video ist er dabei hier, egal was ich anschneide. Warte kurz, ich zoome mal ran. Auf mein Scheiß. Ich hätte nicht zoomen sollen, das war schlau. Ciao. Also ich würde sagen, ich drehe mal kurz das Bildschirm. Oh, besser. Das mache ich nicht. Dann mache ich's. Tschüss, Leute. Nein. Yo, Leute. So, ja. Videotreff ist soweit beendet, aber heute Abend, der Abend geht ja erst noch los, ne? Ja, jetzt gehen wir vier erstmal noch auf ein kleines Konzert. Danke übrigens für die Vergünstigung quasi. Ja, ist so. Jetzt abonniert Sefiro ab. Nein, auf jeden Fall nicht. Das habe ich mich verstanden. Es geht, wie nennt es das? Videogames Musikkonzert oder so eine Art? Videogames Live. Ja. Videogames Live, ja genau. Das wird geil. Das ist ein krasses Konzert, Leute. Müsst ihr unbedingt besuchen, wenn ihr hier seid. Wenn ihr das Geld habt. Genau, ist jedes Jahr so. Wir müssen einen Augenzwink, aber ihr müsst ziemlich, ich würde euch empfehlen, falls ihr nächstes Jahr wiederkommt, das nächste Mal ist, würde ich euch empfehlen, das ziemlich spät einzukaufen. Weil wir haben jetzt herausgefunden, dass die teuren Karten, also wirklich, ja, fünffach, ohne Scheiß, fünffach, ohne zu übertreiben, fünffach, dealen sie dann weg, deswegen machst du das nicht. Machen wir dann gleich, alles klar, bis später. Oh, Gott sei Dank. Moment mal, du willst doch jetzt nicht die goldene Regel sein. Welche goldene Regel? Was für eine Regel? Ich will nicht... sein. Was denn? Verdammt. Oh, ich will gerade zu der Musik mit. Ah. Ich freue mich auf jeden Fall. Sieht gut aus. So, warte kurz. Also Leute, ich habe kein Akku mehr, ich kann kein Video mehr machen. Wann bist du zu Hause? Also sonst könnte ich vielleicht jetzt noch ein bisschen kurz was aufnehmen und du könntest mir die Videodatei schicken. Ja. Aber ich kann gar nichts mehr hier aufnehmen. Leider. Sie müssen was suchen. Brandt Applaus.
Scheiße. We should
should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lock pick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Das war der Samstag. Was ein geiles Event. Ich bin hin und weg, es war so geil. Und eben habt ihr gerade noch das Konzert zum Teil miterlebt, zusammen mit Sephiron, Silver, meiner Schwester und mir. Holy Mother of Progress. Und wir haben dafür nur jeweils 20 Euro ausgegeben, weil das Last-Minute-Karten waren. Wie hießen die Jungs noch? Video Game... Wie wär's noch? Video Music Live Games? Nee, irgendwas in der Art. Ich hab's gerade vergessen. Was ein geiles Konzert. Oh mein Gott, war das geil. Ihr habt ja schon alles gesehen. Ich denke mal, ich brauche dazu nichts mehr sagen. Wahnsinn, was man alles doch für Lieder gehört hat und so weiter und so fort. Es ist jetzt schon nachts. Ich muss auch wieder ruhig sprechen. Wir sehen uns morgen wieder und dann erzähle ich den Rest. Bis morgen dann. So Leute, Sonntagmorgen. Wir sind gerade früh aufgewacht und wir müssen erstmal die Tasche packen. Lass uns doch mal Revue passieren, was gestern passiert ist. Eigentlich... alles nur episch. Als wir zuerst mal Silver trafen zum Beispiel und dann mit ihm weitergelaufen sind zu Sephiron und dann gab es ein Treffen. Wir haben so viele tolle Leute getroffen, endlich mal alle zu treffen, ist ja genial und so viele Fans. Es hat ein paar Autogramme, also ein Autogramm gegeben. Immerhin ein paar Bilder zum Beispiel auch, haben wir aufgenommen. Das war auch ein schönes Turnier dann. Da war zwischendurch bei Sui und bei Looks Like Link, habt ihr auch gesehen, nicht mal an. Und zwischendurch, wenn wir noch beim Nintendo stand, haben da Charles Martinet die Stimme von Mario gesehen. Ziemlich geil. Und sonst, ja, danach ging es weiter und vor allen Dingen zum Abend, habe ich bereits gesagt, das Konzert. Und zwar, jetzt sage ich den Namen richtig, von Video Games Live. Genial, absolut. Ich hab's ja gesehen, Leute. Wenn ihr die Chance habt, die Jungs und Mädels im Orchester live zu sehen,
dann dringend Tickets kaufen. Wir hatten echt Glück, dass wir das Last-Minute-Tickets erreicht haben, bekommen haben, so gesagt. Waren nur 20 Euro wert. Das war eigentlich viel zu wenig, würde ich mal ehrlich sagen. Na gut, heute wird es nicht mehr so spannend. Wie gesagt, kein großes Treffen oder so weiter und so fort. Wir sind immer wieder da, wir treffen wahrscheinlich wieder Cringe und Silver und Siviron wahrscheinlich. Mal gucken, was so wird. Denn dessen fahre ich immer so ein bisschen rum, dann packen wir alles ein und dann geht's zum Frühstück und dann wieder ab zur Gamescom. Wir sind wahrscheinlich so bis 3 Uhr noch da und dann müssen wir wieder zurückfahren, damit wir endlich um 19 Uhr wieder zu Hause sind, damit ich wieder Videos aufnehmen kann, denn sonst habt ihr für morgen nichts. Leider. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder auf der Gamescom. Bis gleich. Du bist genau richtig gekommen gerade. Perfekt, da musst du dich gerade nicht mehr einschreiben. Ich hatte schon Angst, da kommt jetzt mal ein Video ohne dich. So, wir machen jetzt ein kleines Free for All. Ja, alle. Und das sind die. Wird bestimmt witzig. Spukbar auch noch. Sorry, ich dachte, du bist weg. Alter! Überlebt. Nein, nein, du bist nicht. Nein, ich bin Octolib. Nein. Vor allem, wenn du Crit besiegt. Was ist das denn, bitteschön? Das Blattgeist war ein Crit. Das hat so nicht gemeldet, aber es ist irgendwie... Das ist Godzilla! Zum Merchandise-Block mit der Gruppe hier. So, und dann bin ich gespannt, ob ich mir einen Galagladi holen kann. Ne? So, da ist die Silber auch wieder schön. Wir sind jetzt gerade ein Foto machen. Kann man mich überhaupt hören? Nein. Weiß ja nicht. Silber, was sagst du dazu? Kann man alles verstehen und ihr nicht? Kann man nicht überhaupt sehen bei dem Licht? Wir machen gerade noch schöne Fotos hier. Wir sind doch rassistisch. So, ein paar Fotos werden auch noch gemacht. Ich bin doch so ein Fanboy, ne? An. Ich hätte auch so eins. Trägt den King frei. Ja. Es gibt hier alle Plüschis außer Galagladi. Alle haben sie Plüschis. Er hat mittlerweile auch seine Vorentwicklung dabei. Warte, ich habe Minchino und ich habe Chinchino. Er hat beide. Ich hab auch das Glücksschwein. Er hat das Specki. Er hat Specki. Und ich hab noch einen Miniskop. Ich hab jetzt insgesamt 3 Stück. Ich hab noch gar nichts. Ich weiß, wenn ich jetzt was kaufe und das ist total überteuert, dann krieg ich auch kein Galagladi mehr. Der Mantel, der kostet 100 Euro. Ja, okay, das wollte ich jetzt auch nicht, wenn es ein Mantel ist. Was, echt? Ja. Da kostet er 100 Euro. 100 Euro. Oh, verstehst du, 100 Euro, 100 Euro? Hey, das hören wir sogar. Habt ihr mal das gehört? Ich will mein Galagladi da. Okay, ich krieg das nicht. Leute, ich hab's. Moment, mein Block ohne mich. Wir haben's. Das fehlt man mit zwei Kreisen. Geil. Guck dich das an. Es ist ein Schleim. Und ein Galagladi drauf. Geil. So, die Trauer hat sich mittlerweile aufgelöst. Hallo, Siviron. Er hat sein Specki dabei, guck mal. Jetzt gehen wir jetzt noch zu Silver und zu... Cringe, ich wollte gerade sagen. Schau noch ein bisschen mein FIFA-Zocken zu und dann würde ich sagen, du bist jetzt noch schon verabschiedet. Ja, dann war es das auch schon. Ja, okay, du musst ja auch noch weg, aber wir müssen auch los. Na gut, dann sehen wir uns gleich mal. So, ich würde sagen,
das war es jetzt erstmal. Wir sind jetzt draußen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was essen, wenn wir können. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis wir abgeholt werden. Silver und Cringe müssten jetzt sich leider verabschieden quasi. Also, naja, muss jetzt noch eine Runde spielen, aber wir haben jetzt gerade keine Zeit mehr. Deswegen geht es jetzt leider nach draußen hier. So, ich hoffe, wir kriegen noch eine schöne Pizzeria zu sehen. Das wäre schön. Mal gucken. Bis gleich. So Leute, wir sind wieder draußen. Wir haben übrigens kurz vor Ende nochmal Sui getroffen. Jetzt sitzen wir hier schön in der Pizzeria. Mit den beiden hier. So, Pizza kommt gleich und dann mal gucken. Ich glaube, Silber und Cringe kommen die jetzt noch oder wie sieht's aus? Ja, sie haben gesagt, dass sie auf dem Weg sind, aber ich weiß nicht, ob sie es schaffen. Ja, mal gucken, weil wir müssen auch bald los, ne? Wir haben nicht mehr viel Zeit und dann war es auch schon. Wir jetzt auf die Rückfahrt. Ja, mal gucken. Ich sag auch, die Pizza schmeckt. Pizza-Stück auf, mach da mal so ein scheiß Pizzastück. Die Geschichte muss ich euch erzählen. Wir waren gerade in einem Restaurant, wo es übelst gut geschmeckt hat. Wie heißt das? Vapiano. Vapiano. Ist in gegenüber von, wie heißt die Station, Deutz? Ja. Da, seht ihr, kannst du uns sagen. Und hier an so eine Straße. Schmeckt auf jeden Fall super geil. Er ist eine Pizza. Geht da kurz aufs Klo, aber ihm fällt so ein Pizzastück runter. Ja. Und jetzt ist er einfach gegangen, um das Pizzastück um mir hochzuheben. Jetzt klingt das so. Was, da liegt ein Pizzastück? Und ich krieg immer das übelst geilste Kopf. Okay, du musst jetzt das Video mit was ist denn mit Glas los an der Seite. Und dann stelle ich mir gerade vor, er hat das Pizzastück da liegen lassen und dann läuft er einfach, weg. Okay, das checkt ihr jetzt gar nicht, aber ja. Wenn du dabei gewesen wärst, wäre voll lustig. Also auf jeden Fall, man sieht uns gar nicht, ne? Jetzt sieht man uns besser. Ja, Leute, ich glaube, das war's auch schon, das Essen ist Leute, vorbei. Leute, gehen wir einfach rüber, oder? Ja. Ich glaube, hier gibt's gar keine Ampel. Gibt's hier eine Ampel überhaupt? Wir können hier rüber, Jungs. Das wird schon grün sein. Ich glaube, das ist grün. Sind ja nur gleich. Oh Gott, da kommt ein Auto. Nein, nein, nein. Da kommt ein Fahrrad. So, wir verabschieden uns jetzt, Leute, das war's. Wenn wir wieder einschalten, dann sind wir wieder zu Hause, glaube ich. Ach so, okay. Also deswegen, hat Spaß gemacht. Ich war in fast jeden. Jetzt ist wieder rot hier. Toll. Wer das Pizzastück liegen lassen? Lauf! Naja, egal. Wir sehen uns gleich wieder bei der Verabschiedung. Ciao. So, Jungs, es ist soweit. Der letzte Block, in dem ich dabei bin. Es tut mir so leid, Jungs. Okay, hat Spaß gemacht, Leute. Ja, bis dann. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder auf der Gamescom. Wer hat das Pizzastück liegen lassen? Nein! Okay, hau rein. Ja. Jetzt ist rot. Jetzt warten wir kurz. Toll gemacht. Bis gleich. So Leute, wir sind wieder da. Das war die Gamescom 2015. So schnell kann eine 4-Stunden Autofahrt sein. Ich bin noch ein bisschen müde, habe natürlich versucht ein bisschen zu dösen, aber naja, was soll's. Wir sind wieder daheim, hier im wunderschönen Schleswig-Holstein. Mittlerweile hat sogar der Fan mit Let's Play seinen Vlog bereits hochgeladen. Der ist ja schon seit einiger Zeit wieder zu Hause. Ja, ich denke mal, ihr seht ja jetzt diesen Vlog. Der ist natürlich ein bisschen später gekommen. Ich brauche jetzt mal ein neues Programm dafür, zum Videoschneiden. Und vor allen Dingen muss ich dann erstmal das Urlaubsvideo hochladen und dann erst das zu Gamescom. Deswegen nicht wundern, ich habe generell sehr, sehr viel zu tun. Habe ich euch bereits zu Anfang dieser Videoreihe gesagt. Okay, was bleibt zum Abschluss des Ganzen noch zu sagen? Die Gamescom war Hammer. Und das, was wir dieses Wochenende gemacht haben, werden wir sowas von wiederholen. Also erstens das natürlich mit dem Fantreffen und zweitens werde ich versuchen, das Ganze ein bisschen zu verlängern mit der Zeit auf der Gamescom, wenn ich es schaffe, mir Urlaub zu nehmen. Denn soweit ich weiß, stehen sogar schon die Termine für 2016 fertig. Und da geht mein PC an, denn ich muss aufnehmen für morgen, sonst habt ihr nichts zu sehen. Tja, tut mir leid. Ja, was soll ich sagen? Soweit ich weiß, sind die Termine zwischen dem 17. und dem 21. August 2016 für die nächste Gamescom, soweit ich das weiß. Ich probiere da an möglichst allen Tagen dabei zu sein, mal gucken, vielleicht schaffe ich es Urlaub zu nehmen für die Zeit, wenn nicht, dann eben nicht, aber wir probieren unser Bestes und dann gibt es auch wieder ein Fantreffen natürlich und dann komme ich vielleicht sogar noch ein bisschen zum Spielen, mal sehen. Auf jeden Fall war es das für dieses Video, für die gesamte Videoreihe zu Gamescom 2015, ich hoffe, es hat euch gefallen und wollen wir hoffen, dass es zum nächsten Jahr mehr YouTuber geben wird zum Treffen und vor allem auch mehr Abonnenten und so weiter und so fort. Es wird bestimmt noch geiler. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder zu Gamescom. Bis dann und auf Wiedersehen.